Ihr Sohn wird nicht einmal seinen ersten Geburtstag erleben. Als Mutter Simone bei der Geburt von Jonathans schwerem Gendefekt erfährt, beginnt ein ständiger Kampf für das Leben und gegen den Tod. Inzwischen sind 4 Jahre vergangen und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt für den wirklich tapferen Jungen. Wenn das eigene Kind schwerbehindert ist. Er wird nie krabbeln, er wird nie laufen, er wird nie alleine essen können. Der Traum vom gesunden Kind zerplatzt. Das war so der Punkt, also da hätte ich ihn am liebsten tatsächlich weggegeben. Das Schicksal aber umso enger zusammenschweißt. Ich gebe alles für mein Kind und egal, ob es eine Behinderung hat oder nicht. Weil dieser kleine Junge allen Arztprognosen trotzt. Und sie gemeinsam über 8000 Kilometer auf sich nehmen für das Abenteuer ihres Lebens. Da sie die ganz große Hoffnung antreibt auf ein kleines Wunder. Das ist Familie Braunsdorf-Krämer. Mutter Simone. Der 13-jährige Marvin. Vater Andi. Und der Jüngste im Bunde, Jonathan. Was auf den ersten Blick niemand ahnt, Jonathan ist bereits 4 Jahre alt. Er leidet an dem sehr seltenen Gendefekt MOPD1. Die Folgen: ein extrem kleiner Kopf, Kleinwuchs und schwere Hirnfehlbildungen. MOPD1 tritt nur dann auf, wenn beide Elternteile Träger dieser Krankheit sind. Das heißt, mein Mann und ich sind beide Träger. Und wir konnten nichts ändern an der Tatsache, dass sich eben unsere fehlerhaften Gene in dem Moment vermischt haben. Jonathan kommt schwerbehindert auf die Welt. Seitdem stellt er das Leben der ganzen Familie auf den Kopf. Ist gut. Für uns ist es halt wichtig, dass er auch manchmal einfach mal Grenzen kennenlernt und mal auch ein Verbot hört. Man kann ihm ja nur, weil er anders ist als andere Kinder, nicht alles erlauben. Das fände ich halt auch schlecht für die Erziehung, weil Erziehung muss ja trotzdem sein. Ist gut. Alleine essen und trinken kann der 4-Jährige noch nicht. Mutter Simone muss ihn füttern. 6 kleine Mahlzeiten am Tag, denn sein Magen kann nur wenig aufnehmen. Ja, es ist auch oftmals ein Radau. Also ich bin schon ein ums andere Mal geschwitzt, wenn ich ihn mittags füttere. Ja. Weil er hat Hunger, aber wehrt sich dann trotzdem gegen das Essen. Und das ist bei unseren Kindern tatsächlich ganz oft ein Problem. Also das hören wir auch von anderen betroffenen Familien. Kleine Ablenkungsmanöver helfen. Joni, setz dir noch mal den Topf auf. Andersrum. Setz noch mal drauf. Zieh auf. Yeah, cool. Ich auch. Okay. Ding. Das wird jetzt natürlich gefilmt, das ist klar. Mama wird jetzt öffentlich blamiert. Auf den Wangen trägt Jonathan übrigens Pflaster, die seine Kieferverspannungen lösen sollen. Nach Feierabend unterstützt Informatiker Andi seine Frau so gut er kann. Das ist definitiv ein Fulltime-Job, vor allen Dingen halt für die Frau aktuell, weil ich gehe ja noch nebenbei arbeiten. Bereits in der Schwangerschaft gibt es erste Anzeichen, dass Jonathan sich nicht normal entwickelt. Er wächst nicht. Dann hatten wir dann auf Anraten der Ärzte eine Fruchtwasseruntersuchung, um einfach zu gucken, ob alles okay ist. Und es war alles okay. Also 99,9%. Das Kind ist gesund. Doch dann kommt alles anders. Jonathan muss im 7. Monat per Notkaiserschnitt geholt werden. Mit gerade einmal 490 Gramm. Ich konnte nicht glauben, dass das jetzt mein Kind sein soll, weil das sah so anders aus, als ich mir ja halt mein Baby vorgestellt habe. Die niederschmetternde Diagnose der Ärzte: Jonathan hat eine Lebenserwartung von gerade einmal 9 Monaten. Wenn man ein Kind kriegt und dann sagen die Ärzte einem, das wird gar nicht alt, dann denkt man sich auch, vielleicht lerne ich es lieber gar nicht richtig kennen, dann ist der Abschied vielleicht nicht so schwer, als wie wenn ich noch ein Jahr warten muss. Und ja, also ich hätte ihn tatsächlich wirklich am liebsten weggegeben, auch wenn sich das ganz furchtbar anhört, aber so waren nun mal meine Gefühle damals. Simone fällt in ein Loch voller Selbstzweifel und Zukunftsängste. Ihr Mann Andi schafft es als einziger, zu ihr durchzudringen.
der weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. Und er hat dann gesagt, entweder du kümmerst dich um ihn oder wir geben ihn zur Adoption frei. Und dann musst du aber die Unterlagen beim Amt holen und ich unterschreibe die. Und er wusste genau, dass ich das nicht kann. Und Jonathan beweist allen, was für ein Kämpfer in ihm steckt. Er lernt zu krabbeln. Der Papa kommt. Teilt sich immer mehr mit. Und hält seitdem seine Familie ganz schön auf Trab. Und die ganze Faust hinterher, Joni. Jawohl. Inzwischen ist Jonathan 4 Jahre alt. Ein Alter, das die Prognosen der Ärzte bei weitem übertrifft. Vor allem Fußbälle haben es dem 72 cm kleinen Knirps angetan. Er interessiert sich schon für Bälle, aber er kann es noch nicht koordinieren. Das heißt also, er bewegt halt das Bein, aber er weiß noch nicht, was er jetzt genau und wie viel Kraft und wie die Beweglichkeit halt dafür ist. Und das kann er noch nicht. Die Koordination, die kennt er noch nicht. Andi spielte jahrelang im örtlichen Fußballverein. Als seine Mitspieler von Jonathans Schicksal erfahren, zögern sie nicht lange und veranstalten mehrere Benefizspiele. Auch lokale Unternehmen und regionale Vereine sammeln Spenden. Alle mit dem gemeinsamen Ziel, eine Delfintherapie für Jonathan. Und es gelingt ihnen. 15.000 Euro kommen zusammen. Der Traum von einer Behandlung im 8.000 Kilometer entfernten Curaçao wird wahr. Kleiner Mann, wir müssen dein Essen einpacken. Die Reise ins Abenteuer steht kurz bevor. Ob alles gut geht? Wie beschäftige ich ihn knapp 10,5 Stunden im Flugzeug? Weil er ist ja sehr aktiv und will immer irgendwie was zu tun haben, sich bewegen. Mittags kümmert sich Bruder Marvin um Jonathan. Kleinkinder haben normalerweise mit 4 Jahren eine Größe von über 1 Meter. Der Kleinwüchsige ist gerade einmal 72 Zentimeter groß. Während Kinder in seinem Alter Radfahren lernen, kämpft er noch mit seiner Körperwahrnehmung. Vor allen Dingen halt auch fällt mir das dann nicht so auf, wenn wir hier daheim sind, weil dann haben wir auch keinen Kontakt zu anderen Kindern, so wirklich. Aber wenn wir draußen sind, dann merkt man das halt schon. Kinder dann sagen, oh, guck mal, Mama, da ist noch ein Baby. Dass Jonathan durch sein schlechtes Immunsystem jederzeit an einem Infekt sterben kann, weiß Marvin. Als er ein kleiner Junge war, starb sein leiblicher Vater ganz plötzlich. Die Angst um seine Mutter und Jonathan ist darum umso größer. Wenn er dann irgendwann nicht mehr da ist, dann fehlen diese täglichen Abläufe, die Rituale und dann... Das wird, denke ich mal, schon sie am meisten treffen von uns. Hast du da Angst um deine Mama, was das mit dir macht? Ja, habe ich. Und ich hoffe, dass wir da als Familie zusammenhalten können und das gemeinsam meistern können. Lange Zeit dachte Simone, Jonathan sei in Deutschland das einzige Kind mit primordalem Kleinwuchs. Weltweit sind gerade einmal 500 Fälle bekannt. Bis sie von dem englischen Verein Walking with Giants erfährt und den deutschen Ableger gründet. Und sich plötzlich 17 deutsche Familien mit einem ähnlichen Schicksal melden. Unsere Kinder haben ja medizinische Probleme, die keine anderen Kinder haben durch diesen Kleinwuchs. Und wenn man sich da nicht austauschen kann über gewisse Sachen oder auch mal den Ärzten sagen kann, hey, da gab es einen anderen Fall und da war das dann so und so, dann ist man völlig aufgeschmissen, ja. Und man fühlt sich hier einfach nicht allein. Mehrmals im Jahr treffen sich die Familien. Der Austausch ist aber nicht nur wichtig für die Eltern. In der Gemeinschaft spüren die Kinder, dass sie nicht alleine sind. Doch für Jonathan beginnt jetzt erst einmal die große Reise ins 8000 Kilometer entfernte Curaçao zur Delfintherapie. Wir treffen die 4 in ihrer Unterkunft in Curaçao wieder. Kommt rein! Die Reise steckt allen noch in den Knochen. Für Jonathan war der 10-stündige Flug aber kein Problem. Es hat echt gut geklappt. Er hat 1 Stunde Mittagsschlaf gehalten. Danach hat er mal 1/4 Stunde geschrien. Und ich habe dann auch gesehen, wie die Leute auf den Vordersitzen sich umgedreht haben. Das war dann so ein bisschen unangenehm, aber bis auf die 3/4 Stunde war es super. Er hat gespielt, er hatte Spaß, hat mit der Crew geflirtet. Also war alles supi. Zur Einstimmung schaut er sich immer wieder dieses Bilderbuch vom Delfincenter an. Hier ist der Ablauf der Therapie drin erklärt. Und seit 2 Wochen schlägt er immer auf dieselben beiden Seiten, nämlich auf die Wasserschlacht
und auf den tanzenden Delfin. 2 Wochen dauert die Delfintherapie. 1,5 Jahre hat die Familie auf diesen Tag hingefiebert. Mein Hals ist schon total zugeschnürt und ich habe das Gefühl, mir kommen gleich die Tränen, weil jetzt sind wir hier, hinter uns ist die Anlage. So lange davon geträumt, jetzt stehen wir hier. Unfassbar. In der Umkleide ist beim hautengen Minitaucheranzug Trick 17 gefragt. So, Jonathan, es geht los. Wir ziehen jetzt den Anzug an. Es flutscht tatsächlich etwas leichter drüber. Jetzt habe ich gerade nur Sorge, dass ich die Plastiktüte dann nie wieder rauskriege. Eine Plastiktüte als Anziehhilfe. Ich habe das Gefühl, mir laufen die Schweißperlen überall an der Stirn runter. Bei den karibischen Temperaturen kein Wunder. Ja, hilf mit, Joni. Ah, juhu. Geschafft. So, komm her, ich schwinge dich in den Anzug. So. Jetzt trifft Jonathan das erste Mal auf Delfindame Chabelita. Sie berührt ihn vorsichtig an den Füßen. Ein alles entscheidender Moment. Denn nur wenn Jonathan keine Angst vor dem 2,60 Meter großen Tier hat, kann die Therapie erfolgreich sein. Er hat neugierig geschaut, hingeschaut, wo sie Geräusche gemacht hat. Also, er war sehr interessiert, das war schön. Von der gegenüberliegenden Buchtseite dürfen Simone und Andi alles beobachten. Ja, das zu sehen, ich habe immer noch Pippi in den Augen. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist einfach so, auch so ein Gefühl von riesiger Dankbarkeit, wenn ich sehe, wie gut ihm das gefällt, dass so viele Leute, die uns teilweise gar nicht kannten, uns das möglich gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Nachmittags versucht Simone auch Zeit mit ihrem älteren Sohn Marvin zu verbringen. Es tut mir weh, dass ich für ihn nicht mehr so viel Zeit habe wie früher. Denn bevor der Jonathan da war, da haben wir schon sehr viel zusammen gemacht. Viel Brettspiele gespielt, ich habe ihm vorgelesen. Klar, heute kann er selber lesen, braucht es nicht mehr. Aber es war früher schon sehr viel Zeit, die wir zusammen verbracht haben, sehr innig. Und das fehlt mir. Wie ist es für dich, Marvin, wenn du das jetzt hörst? Peinlich. Ja, das ist nicht schön für mich, auch mit anzusehen, dass meine Mama das denkt, dass sie nicht genug für mich da ist, weil das ist nicht wahr. Ich bin sehr stolz darauf, wie er mit der ganzen Situation umgeht, wie er seinen Bruder annimmt, dass er halt nicht eifersüchtig ist auf ihn. Das finde ich sehr bewundernswert und gar nicht selbstverständlich, weil die Situation ist ja für ihn auch nicht einfach. Marvin ist reif für seine 13 Jahre. Als Bruder des kleinwüchsigen Jonathan musste er früh lernen, erwachsen zu werden. Am Abend nehmen sich Jonathans Eltern Andi und Simone ein wenig Zeit für sich. Diese Momente haben echten Seltenheitswert. Das letzte Mal gemeinsam aus waren wir alleine vor 2 Jahren. Genau, da hatten wir einen Abend mal einen Babysitter und waren dann was essen. Ihre Beziehung hat sich seit Jonathans Geburt verändert. Simone und Andi haben das akzeptiert. Ja, also natürlich wünscht man sich ein bisschen mehr Zweisamkeit, wie man das vielleicht als normales Paar, sage ich jetzt mal, nehmen kann. Das wünscht man sich schon in gewisser Weise, aber man weiß ja auch warum. In 6 Jahren Ehe haben die beiden schon einige Höhen und Tiefen überstanden. Ich würde dir wirklich gerne Danke sagen dafür, dass du immer da bist. Und ich weiß natürlich auch, dass das bei uns auch teilweise immer ein bisschen zum Tumult führt zu Hause. Aber ich finde es wichtig und ich finde es sehr gut. Und das gefällt mir auch. Und das gefällt mir genau an dir, dass du genau so bist, wie du bist. Oh. Ja, ich finde es toll, dass du dich halt um den Jonathan kümmerst und es dir von Anfang an scheißegal war, ob er behindert ist oder nicht. Du hast immer gesagt, es ist dir egal, wie er sein wird. Und wenn er nur mit einem Hammer auf Holzklötzchen klopfen kann, dann setzt du dich halt dazu und klopfst mit. Und genau so lebst du das jetzt halt auch. Ein Schicksal, das viele Beziehungen zerbrechen lassen würde. Andi und Simone hat es nur noch mehr zusammengeschweißt. Heute steht für Bruder Marvin ein Highlight an. Der Teenager kommt mit aufs Deck. Zum ersten Mal in seinem Leben darf er einen Delfin streicheln. Ein großer Traum geht für ihn in Erfüllung.
man kann es schwer beschreiben, wie es ist, den Delfin anzufassen. Ich glaube, das muss man selber erlebt oder gemacht haben. Vielleicht ein bisschen wie weiches Gummi könnte man die Haut beschreiben, aber ich glaube, das trifft es trotzdem nicht. Auch Jonathan ist heute weiter gefordert. Er streichelt die Javelite auch zwischendurch mal. Ich glaube, er fühlt sich wirklich wohl. Zum Ende der Therapiestunde dürfen ausnahmsweise auch die Eltern Simone und Andi näher hinzukommen. Ja, das ist total toll. Das ist echt total toll. Er hat so viel Spaß da unten. Und jetzt ist er auch noch mit seinem Bruder zusammen. Und oh, das ist total berührend. Und auch Marvin freut sich über den Tag mit der Delfindame. Also die nehmen hier wirklich auch auf die ganze Familie Rücksicht, nicht nur auf das Therapiekind. Das Geschwisterkind ist mit dabei, für die Eltern gibt es Kurse und Schulungen. Also ich finde es einfach toll. Ich glaube, das geht auf. 1,5 Wochen Intensivtherapie liegen noch vor ihnen. Für die ganze Familie das Abenteuer ihres Lebens. Mit im Gepäck der klitzekleine Funke Hoffnung, dass Jonathan erneut allen medizinischen Prognosen trotzt. Und tatsächlich, mit der Therapie hat Jonathan Dinge gelernt, die er bisher nicht konnte. Er kann alleine aufstehen. Jawohl! Und hoch die Beine! Jawohl! Sehr, sehr gut, Joni. Prima! Er fängt an zu singen. Und gibt ganz neue Laute von sich. Ob sich seine Treffsicherheit beim Ballschießen auch verbessert hat? Beim Spiel von Andis Fußballmannschaft darf Jonathan heute den symbolischen Anstoß machen. Der Jonathan wird das machen. Das ist einfach total der Gänsehautmoment für alle, die uns schon lange kennen und uns begleiten. Wenn denn alles gut geht. Zunächst beobachten Jonathan und Andi die Mannschaft beim Aufwärmen. Ich bin mega stolz, dass das wahrscheinlich jetzt wahr wird, dass er das auch hinkriegen kann, wirklich einen eigenen Anschluss zu machen. Weil ich habe jahrelang Fußball gespielt und das freut natürlich an einen. Es geht aufs Spielfeld. Alle Augen sind auf Andi und Jonathan gerichtet. Alle zusammen mit Jonathan. Und dann rocken wir das Ding heute. Ja? Wir sind ein Team! Auf geht's! Und da ist er, Jonathans großer Moment. Ob er es schafft, den Ball zu treten? Schaut man sich die Bilder von vor einem halben Jahr an, ist ein gezielter Schuss unmöglich. Viel zu wenig Kraft hatte Jonathan in seinen Beinen, keine Koordination. Es geht los. Jonathan holt aus. Und trifft. Andi ist sichtlich stolz auf seinen Sohn. Guck mal, die klatschen jetzt alle für dich. Ein Wahnsinnsmoment für die ganze Familie. Jonathan hat allen gezeigt, was in ihm steckt. Kleiner Traum schon, ein kleiner großer Traum in Erfüllung gegangen. So wirklich geglaubt habe ich das nicht. Und das ist einfach total schön. Vor der Familie liegt ein ungewisser Weg in die Zukunft. Wird Jonathan jemals alleine essen und trinken, sprechen oder laufen können? Egal, was auf die vier zukommt, aufgeben ist für die Familie Braunsdorf-Krämer keine Option. Denn genau das beweist ihnen Jonathan Tag für Tag aufs Neue. Dein ist mein ganzes Herz und du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden die Riesen sein. Was für ein bewundernswerter kleiner Kämpfer.